dessen Witz ist jetzt aus. Ah ja, logisch, weil... By the way, ich habe herausgefunden, dass alle, die relativ schnell reiten, oder quasi alle, permanent violette Tränke nehmen. Also scheinbar... Na, keine Ahnung. Aber mal schauen, was für Medienstein ist das? Level 10. Oh, daneben ein Level 15. Jetzt ist natürlich das Geile, wegen des Events erkennt man die Steine auch ganz gut. Die sind jetzt riesengroß. Jo, das stimmt. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. So, kommen Sie mal mit. Ja, das Gute ist, da hast du jetzt eigentlich noch so einen Erfahrungstrank, den könntest du nämlich nehmen. Denn du wirst da ziemlich lange beschäftigt sein. Nicht nur wegen der Schwarzwind besessen, auch wegen der Folgeaufträge. Weißt du? Jetzt live der Punisher Twitch. Hä? Was? Was hat das gekostet? Ich bring dich jetzt um. Kein Problem. Was? Nee, dieser Schwarzwildbesessene sagt, ohne Touristung, wie viel hat das gekostet? Stand gerade über dem Charakter, als ich auf ihn zugegangen bin. Das ist sympathisch, Mensch. Wieso bringst du ihn um? Weil das ein Arschloch ist. Das ist eine sehr plausible Begründung. Schwer hat mich heute echt zum Ausrasten gebracht. Goldalchemist, das ist nicht das, was ich suche. Aber daneben gibt es ja auch noch eine weitere Gilde. Das ist ein Juwelier. Silberalchemist. Nee, Silber habe ich noch nicht. Gildenfirma. Diamantalchemist. Ist das nicht genial? So, wo bin ich hier genau? Da, okay. Gucken wir mal, ob er... Oh, nee, ey, habe ich beim anderen Charakter. Na gut, aber ich weiß jetzt, wo es ist. Ganz links unten, Map 1, falls es dich interessiert, in Johann. Diamantalchemist. Und was bringt das? Wenn du später erzt, bei Diamantadern, also mit der Spitzhacke raufschlägst. Hm? Was sind das? Namenlose Blumen? Mal kurz. Gar nichts, okay. Wenn du später erzt, dann... bekommst du, ja, ich sag jetzt mal Stoffe, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die du weiterverarbeiten kannst zu Diamanten. Okay. Dafür gehst du zum Diamantalchemist. Hm. Und die Aufwertung oder Weiterverarbeitung kann fehlschlagen, aber okay. Trotzdem lohnt sich der Versuch, denn ein Diamant ist sehr viel wert. Naja, sehr viel ist relativ. Also ein paar Millionen, glaube ich, oder 1, na, ich glaube schon mehr. Oder du nutzt einen Diamant selbst. Wie du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Eine große, bunte, bunte Welt. Ah, interessantes Thema. Hast du sicher mitbekommen. Was sagst du zu den Äußerungen von Marcel Reif? Der hat ja zuletzt vor allem wegen zweier Zitate ziemlich viel Aufsehen erregt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also einmal hat er im Doppelpass, glaube ich, so ein Jungtürken-Zitat gebracht. Der hat gesagt, weil Dortmunder haben sich über Abwehrprobleme beschwert und dann hat er gesagt, da stehen zwei gestandene Männer, ich glaube Hummels oder so, und nicht irgendwelche Jungtürken und gestehen ein, wir haben Abwehrprobleme. Mhm. So, und da ist ja ein Riesenthema draus geworden, wieso er irgendwas von wegen Jungtürken gesagt hat, ne? Ja. Und ihm wurde halt Rassismus vorgeworfen. Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also meiner ich Meinung nach. Aber ich muss natürlich sagen, wieso sagt man so eine Scheiße? Weil guck mal, ich bin ja persönlich, und darauf versuche ich auch zu achten,
mich korrekt auszudrücken, weil ich habe so das Gefühl, dass das ein allgemeiner Trend jetzt in der Welt ist. Alles soll political correct sein. Okay, dann tue ich das und erwarte dann auch, dass andere das machen. Das ist ja irgendwie so, wenn das gemacht wird, sollte es von allen Seiten gemacht werden. Punkt, ne? Und dann stelle ich mir schon, aber es ist auch so die Sinnhaftigkeit dahinter. Was soll denn das? Ist das ein Spruch, den ich nicht kenne? Nein, ist herausgekommen. So. Und Drive selbst sagt, ich bitte um Entschuldigung, das war seine Stellungnahme, wenn ich irgendjemanden damit verletzt habe, aber mir entzieht sich da der tiefere Sinn, was ich falsch gemacht haben soll. Okay, ist ein Argument, aber ehrlich gesagt, mir entzieht sich auch der tiefere Sinn, wieso man sowas sagt, weil ich, das ist doch kein angesehener Spruch. Das war nicht mal zu Zeiten Hitlers irgendwie ein Spruch, um Türken zu diskriminieren oder so. Ja. Ich kenne das gar nicht. Kennst du das, die Formulierung? Nein. Türken oder so? Nein. Was das bedeuten soll? Nein. Hast du mal danach gegoogelt, ob man, woher das vielleicht kommt? Ja, das ist natürlich die Frage. Also dazu haben sich ja auch lustigerweise auf Facebook viele geäußert, auch ein paar Türken. Also ich sehe jetzt Facebook nicht als super Quelle, aber immerhin drücken da Leute ihre Meinung aus. Und das kann man schon mal ein bisschen berücksichtigen. Ah, und ja. Irgendwie soll das... Einer hat zum Beispiel gesagt, damit sind die Kemalisten, also die, die Mustafa Kemal Atatürk unterstützen, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg, nee, nach dem, jetzt wird's lustig, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, ja genau, die Türkei reformiert hat. Genau, da ist ja das Osmanische Reich zusammengebrochen und Mustafa Kemal Atatürk hat die Türkei ziemlich modern ausgerichtet. Das waren Verträge mit Frankreich oder so und der ist in vielen Teilen Türkeis nach wie vor ein Held. Okay. Da kann ich mal Erdogan gegen anhalten, der kann jetzt irgendwie nicht die Denkmäler von Atatürk runterreißen, weil sonst ein Volksaufstand drohen würde oder so. Also ist verdammt angesehen und eventuell könnte das ein Verweis darauf sehen, was dann tatsächlich eher ein Lob wäre für viele Türken. Trotzdem, das ist, Jungtürken ist trotzdem hierzulande nicht bekannt und es ist einfach so für mich der Punkt, wieso sagt man sowas? Das würde ich gern wissen. So. Ja. Oh, vielleicht deine Meinung, also ich zum Beispiel finde das hart unnötig irgendwie, weil keine Ahnung, ey. Ja, ich will gleich in Ruhe was dazu sagen. Ganz kurz, Tottenham Liverpool 1-2 für Liverpool. 1-2, also zwei Tore. War das erst 0-2 oder? Ja, erst 0-2 von Trent Alexander-Arnold. Wie bitte? Erst 0-2 von Trent Alexander-Arnold und jetzt 1-2 Hölbjerg. Oha, interessant. Das ist ja, da könnte eine gute Aufholjagd kommen. Und nicht, dass Liverpool jetzt in Schwitzen gerät, ne? Ja, wie in manchen anderen Spielen aktuell ja auch. Wie bitte? Ja, auch so in manchen anderen Spielen, wo sie geführt haben und dann ja doch noch die Punkte geschenkt haben. Ja, im Laufe der Saison schon. Wobei in den letzten Wochen haben die fast nirgendwo geführt. Gegen West Brom vor 6 Spieltagen oder so, ne? Und da haben die halt 1-0 vergeben oder so, ne? In der letzten Minute. Ja, das stimmt. Ja. Na. Ja, ist kompliziert. Nee, aber meine Meinung, also ich finde so diese Bezeichnung, ich weiß jetzt natürlich nicht so den tieferen Grund, du hast jetzt das Wort schon so erläutert. Den weiß niemand im Prinzip. Es geht halt einfach, also es gibt keinen tieferen Sinn und es ist auch nichts, was man klar als Beleidigung klassifizieren könnte, aber es ist einfach so, es fehlt auch der tiefere Sinn, wieso man so etwas sagt. Darum geht es natürlich. Ne? Genau. Was für einen Hintergrund hat er? So, und das denke ich mir auch, also, so diese Bezeichnung, das, ich finde, das ist so unnötig. Weißt du, ich kann die Dortmunder auch Abwehr auch vollkommen kritisieren, so wie Dortmund auch aktuell spielt, vollkommen. Aber da würden mir andere Worte einfallen, dass die vielleicht zu alt ist oder zu unerfahren oder dass da vielleicht keine Kommunikation herrscht. Das sind zum Beispiel so Gründe, die ich auch so nachvollziehen kann, so. Wenn man ins Detail gehen möchte. Aber diese Bezeichnung, also finde ich jetzt auch nicht so korrekt von Marcel Reif. Vor allem, das ist ein Kommentator und Moderator, Fußballmoderator, der meiner Meinung nach auch sehr kompetent ist und der sehr viel Erfahrung schon auch in diesem Job hat. Und da denke ich mir so, da kann er sich auch etwas anders ausdrücken. Ja, das ist grundsätzlich für jeden, finde ich. Wie gesagt, ich check's halt einfach nicht. Vielleicht fehlt mir da wirklich die Kenntnis über den Ausdruck, aber ich meine, ich habe jetzt viele Berichte gelesen und ich habe da mehrere Kommentare bei Facebook. Das waren ja hunderte bis tausende von Leuten, die sich da jeweils geäußert haben per Kommentar. Ne? Und wie gesagt, ich habe da mehrere Sachen gelesen und nirgendwo stand jetzt ganz klar, was das bedeutet jetzt oder was damit gemeint sein könnte, ja. Und das ist halt,
Gut, man kann darüber jetzt viel reden. Ich meine, ich glaube, wir haben ja im Endeffekt denselben Standpunkt und auch wenn nicht, ist es in dieser Sache vollkommen egal, glaube ich. Weil, naja, es ist halt einfach. Es ist da auch im 1,3 Falle verlaufen, weil es irgendwie, vielleicht ist Reif auch zu gestanden und zu skandalfrei, um da irgendwie jetzt sofort verurteilt zu werden in irgendeiner Form oder zur Verantwortung gezogen zu werden. Aber ja, und das ist jetzt das Lustige, ich habe ja anfangs gesagt, es waren zwei Sprüche, jetzt kommt der zweite, ja. Warte mal, ich habe hier wieder eine. Jetzt kommt der zweite Spruch, ja. Und vor allem, wenn man schon den ersten gebracht hat, Jungtürken, dann ist man natürlich schon mal so, sage ich mal, auf dem Beobachtungsradar oder so. Ja? Der zweite Spruch von Reif, der kam nach der Aktion von Embolo. Ich weiß nicht mehr genau, was die Spuckaktion oder so, ne? Ah ja, okay, das ist ja auch schon länger her, ja. Ich weiß nicht, 2 Wochen höchstens, ne? Echt, ist die Embolo-Spuck-Attacke so lange her? Ist Ja, quasi so so lange. kurz her. Nee, also gut, dann sind wir uns ja einig, dass sie jetzt so Mir kommt die halbwegs länger frisch vor, ist, deswegen. werden so 1 bis 2 Wochen sein, oder? Ja, mir kommt die länger vor, deswegen, aber okay. Ja, keine Ahnung. Ja, aber der hat seine Aussage auch relativ spät getätigt, also vielleicht in den vergangenen Tagen, keine Ahnung. Und da hat er gesagt, so erstmal klingt ganz unspektakulär, dass Embolo bestraft werden sollte, aber er hat es auch mit einer Wortwahl gesagt, die halt ziemlich hart klang. Ich weiß, was war das? Es war halt etwas, was im Prinzip gewaltandeutend ist. Was war das genau für ein Wort? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, klar. Ja, klar, ich erzähle dir das ja auch erst Nee, jetzt. alles gut. Scheiße, mir fehlt. Nee, gut, macht nichts. Fakt ist auf jeden Fall, er hat es relativ überdeutlich zum Ausdruck gebracht, sagen wir es mal so, wie Embolo bestraft werden sollte. Und na, so, Embolo ist ein Farbiger, ne? In Ja. Kombination mit diesem Jungtürkenspruch war das halt so, ne? Ja, es ist erstmal dazu nicht mehr viel bekannt, aber so langsam, weißt du, wenn er halt so viel, ja, sag ich mal, Müll redet, und zwar immer gegenüber Ausländern irgendwie, halt in den letzten Wochen, dann fällt er schon ein bisschen auf. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, ihn als Rassisten zu verurteilen, aber mir entzieht sich so langsam der Sinn von fast allem, was er sagt. Nicht falsch verstehen, insgesamt finde ich, der hat echt viel in der Birne. Also seine Kritik und seine Prognosen und so weiter, die finde ich schon Hammer. Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also. Es gibt ja auch die Sendung Reif ist live oder so, ne? Echt? Okay, die kenne ich nicht. Ja, die läuft auf Sky oder so, ne? Nee, oder auf Sport1. Reif ist live, da beantwortet er 5 Fragen in einer vorgegebenen Zeit und das sind meistens so prognostische oder prognotische, also Prognosefragen. Zum Beispiel, wen holt Bayern für die Innenverteidigung? Hat er sich geäußert und Upamecano gesagt, ne? Von wegen, dass das sehr, sehr klar wäre. Ne? Ja, der hat auch interessante Sendungen oder so, Auftritte im Fernsehen. Von daher will ich ihn da irgendwie jetzt nicht verurteilen und erstmal soll das alles so stehen bleiben, aber irgendwie finde ich es seltsam. Gerade wenn man im Fernsehen ist, das ist so, vor allem der Kerl kommt ziemlich ernst rüber, ja, und wenn jemand ernst ist, dann bringt er auch sowieso nicht so einen Spruch Jungtürken, das ist ja auch. Ich weiß, was du meinst. Ja. Was meinen die Schwarzwindbesessenen? Hab fast die Hälfte durch. Ah, jetzt hat hier einer gerade zwei angezogen, ja, das Bezirk. Angezogen, das klingt ja wieder nach Hacker. Ja, nee, aber da ist halt was gespawnt und ja, da halt sofort angegriffen. Er weiß ja nicht, dass ich die Ach so, suche. ah, okay. Ja. Nee, ich dachte, weil nur Hacker ziehen die an, die Nee, und also. töten die auch auf der Distanz. Das ist ja echt extrem, Lol, ich weißt bin du, hier auf die. dem Berg, lol. Ich hatte jetzt eben, bevor ich diese Quests mit den starken Generälen gewählt habe, Ja. hatte ich die Auswahl, im Orktal die Quest zu machen. Ach so. 35 mutige große Orks, aber ich habe mich hier für die Generäle entschieden, dafür 40 von denen. Ach so, ja. Das ist natürlich, jetzt bin ich hier ziemlich lange unterwegs. Ich bin jetzt auch in deinem Dorf, also in dem Burgjung. Ach so.
Hier suche ich A. Gopals, B. starke wilde Generäle, C. den Metinstein der Schwärze. Ach, habe ich eben da gesehen, hat dieser andere Charakter hier gemacht. Ja, wahrscheinlich dann. Dank, 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 Charakter, wer auch immer du bist. Dank. Kann ich dir gleich sagen. Guck gleich mal nach dem Namen. Ich schwöre, Mann, ich weiß, wo sein Haus wohnt. Wo sein Haus wohnt. Ja. Suche Kriegerrüstung mit, was war das? 2 KTP, 10 TP Absorb, 15 Feuer PNB. Ah ja. Ja, das sind die Eigenschaften, ne? Ja. Nur was er am Anfang mit 2K meint, weiß ich nicht. 2000. Ah, 2000 TP. TP, seit wann hat eine Rüstung 2000 TP? Da muss ja ein Stein drin sein. Ja, Oliver dreht hier seine Runden. Wenn ich einen Stein sehe, dann sage ich dir Bescheid. Ja, wenn du einen Gopal siehst oder Gopé oder wie die heißt, kannst du mir auch Bescheid sagen. Das Ihrer sind die Coupé. großen im Fünferhaufen mit. Ein 30er Stein habe ich schon gesehen. Aber ja, 30er ist nicht der, den ich brauche. Ich habe 41, also ich habe fast die Hälfte erreicht in 19 Minuten. Ja, so ist es nun mal. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Ja, der nächste brutale Hauptmann. Bochum hat gewonnen. Spiel Wie ist zu Ernie. Ende. Das ist ja gut. Ging es gegen Pauli, ja? Ja, gegen St. Pauli. Umso besser finde ich es. Ich habe ein Level 25er Stein. Nice. Was für eine Belohnung gibt der Hauptmann? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Also. Aber Hauptmann ist eigentlich meist so irgendwie was Ich Gutes. glaube, Erfahrung, Geld, also Ja, Erfahrung und Geld, ja, und ich habe wahrscheinlich. irgendeinen Gegenstand bekommen, aber das war, ich glaube, bei mir war es irgendwas für den Schaman. Also das ist eine Aufnahme von gestern, die Ein Zuschauer. Schaman? Ja, glaube ich. Wie schlimm, ey. Was soll denn das denn bringen, bitteschön, ey? Ninja. Was hat der jetzt live, der Panischer auf Twitch? Oh, ich spawnte ja auch gerade was an, und zwar ein Level 25er Stein. Ja, was ist das denn jetzt da bei dir? Was? Ich habe gerade irgendeinen Ton nur gehört. Ja, es war wieder der Akku, ne? Ups, Status erhöhen. Mann, Digga, alles fleißig auf TB. Alle Steine bis Level 30 gehen jetzt richtig schnell. Ja, bei Die mir Aura dauert's auf. halt immer, bei mir dauert's halt immer dadurch, dass halt ich nicht immer so viel Schaden mache. Und bei mir regeneriert der Stein halt immer auch recht schnell. Ich sage dir, was zwischen Krieger und Ninja der entscheidende Unterschied ist. Die Aura des Schwerts, diese eine Fertigkeit. Weil Schwertwirbel, den ich habe, kannst du relativ gut mit Degenwirbel ersetzen. Sausen kannst du gut mit Hinterhalt ersetzen. Und den 3W-Geschnitt mit Giftwolke. Aber alles andere, Digga. Digga. Auf meinen Nacken. Jo, kommt alle her, kommt Ich her. finde diese Sprache so lustig, ey. Digga, auf meinen Nacken. Oh, weißes Haarband, ich feier mich. Weißes Haarband Plus wäre natürlich noch geiler. Könnte ich ein paar Gegenstände mehr abben. Aber tatsächlich mache ich jetzt erstmal die Taktik, die du gesagt hast. Weil beim Level 25er kommen ja nur diese blöden Schützen, Bogenschützen und Soldatinnen. Ziehen mir Ja. wirklich kaum was ab. Also beim 30 hatte ich mehr Probleme, sag ich mal. Ich habe den zwar geschafft, ja, als ich ja alleine ja gelevelt habe. Mit den Tortenstöcken. Jedenfalls, Oh, Leute. So. Jedenfalls, Entschuldigung, hier bitte. nee, ich wollte nur sagen, beim Level 30er war halt das Problem, dass da halt sehr viele verschiedene waren und da brauchte ich sehr lange für. Hier fahre ich jetzt einfach die Taktik, ich hau diesen Stein kaputt. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, pass auf. Level 30er Stein für Schwarzwind besessen oder was? Nee, 25er. 25er bist du jetzt?
Ja, hier war gerade einer, deswegen. Achso, Nee, okay. meine Ja, gut. Frage ist jetzt nur nochmal, wenn ich ja den Stein zerstöre, despawnen ja auch die Gegner. Bekomme ich denn noch denen Erfahrung? Das heißt, so gesehen, ist das eine Art Tötung, bei denen? Ja, klar, die Erfahrung bekommst du für all die Gegner, die da sind. Ah, okay. Nee, weil ich bin ja immer weggegangen und hab ja, immer dann alle erst tot gekloppt. Bekommst, ist alles, also, töten ist töten, ne? Und ich glaube, für einen Stein noch mal extra ein bisschen oben drauf, also dafür, dass es ein Stein war oder so. So. Ja, trotzdem, dann ist es super schön, gut, dass du es das durchgezogen hast. Du hast jetzt sogar, gegenüber mir bist du sogar minimal im Vorteil, weil du jetzt die Pferdemedaille nochmal hast zusätzlich. Stimmt. Also schon mal 250.000 bis 300.000 bekommt man für die. Und wenn du so viel Erfolg hast beim Farmen, rein theoretisch könntest du einfach mal 2, 3 Stunden Pferdemedaillen farmen. Was habe Und. ich denn hier alles bekommen? Ein Unglücksplattenpanzer? Ach so, Stein. Ja, da bekommt man. Besucher? Stein der Monster plus 2? Plus 2 ist schon mal echt gut. Die gehen gut weg, die Monstersteine. Reiterkriegsbogen? Ja, oh, warte mal, davon habe ich jetzt 3, oder? Oh, lol, davon habe ich 3. Okay. Ja. Und einen roten, was ist das? Ein roter Ameisenanzug ab Level 26 für Ninja. Prio haben trotzdem, also meine Meinung, Level 34er Rüstung, weil guck mal, wir sind ja schon längst 26. Warum 34 Rüstung sagen, 34er Rüstung Aber sagen jetzt nur müssen. mal ganz kurz, ich habe ja jetzt aktuell ab Level 18 Scharlachroter Anzug plus 6. Ja. Wenn ich jetzt diesen Level 26er plus 0 anziehe, ist der jetzt besser oder schlechter als Nee, du anderthalb? siehst das ja an dem Wert Verteidigung, kannst du direkt ablesen. Und lustigerweise, wenn du den 26er auf plus 4 machst, Ja. dann ist er immer noch schlechter als der plus 6, als der 18er plus 6. Du müsstest den 26er auf plus 6 machen, Problem. Man braucht was zum Aufwerten bestimmt. Wichtig 34. Ja, Edelsteine, aber du brauchst dieselben Sachen, die du zum Aufwerten der 26er brauchst, auch für die 34er. Ich würde lieber in die 34er investieren, weil Ja, aber du hast es für die stärkeren Gegner und vor allem dauert ja immer wieder das Leveln immer länger, ja? Dementsprechend sorge am besten vor, wilder Bogenschütze, sorge am besten vor, indem du, so, warte mal kurz, Mädchen der Schwärze, der nächste, lol. Wie gesagt, ich habe es ja, ne, ist ja angekommen, glaube ich, wieder für mich regelmäßig. Nee, alles gut. 1-3 Dann. Mané. Oha. Na gut, dann. Ja, ist gut für Liverpool so, ne? Klar, keine Frage. Ja, wenn man die letzten Wochen vergleicht, ist das halt echt für Liverpool was Positives. Die sind ja aus jedem Pokal raus, ne? In der Champions League fliegen die ja gegen Oh, glaubst du? Leipzig raus. Boah, schwer zu Nein, aber sagen. ich sehe es wahrscheinlicher an, dass Leipzig in dieser Saison Liverpool schlägt, als zum Beispiel in letzten Saisons, ne? Also wahrscheinlicher ist es im Gegensatz zu den letzten Saisons. Ja, Ja, das genau, das stimmt. meine ich. Aber schon. Sportlich natürlich nach wie vor, keine Frage. Ja, da muss man gucken. So, diese Kommt ja auch Quest. bald das Video, beziehungsweise für unten, für mich kommt es bald. Für Die die Champions Zuschauer ist League das schon jetzt lange her. Champions League auch, Ja, Champions League Prognose. Tippen meine ich, ja, genau. Entschuldigung. Noch 37. Perlenohrringe, hätte ich nie erwartet, dass ich die hier bekomme, aber ich nehme sie sehr, 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 sehr dankend an. Schuhe
zum Gegenstände appen. So, was ist das So, denn für einer? Level 32er Mahon. den müsstest du eigentlich schaffen. Ja, nee, ich gucke nur immer von Weitem, weil ich gehe ja nicht dahin. Ich gucke ja nur nach denen, die ich So, ja wo töte. bist du? Ich gehe dann einfach nur so aus Neugier in deine Richtung, weil ich muss eh die ganze Zeit Gopal suchen und die können Ich kann dir ganz genau sagen, wo ich bin. Oben, zwischen Gebiet hier überall Joan, sein. Einfach Blau so. und Affendungeon bin ich direkt in der Mitte. Da wollte ich sowieso so ungefähr hin. Ja, bist tatsächlich hier. Mega viele Quests abgeschlossen. Wieso habe ich nach all dem Also, Essen immer noch Hunger? Ah ja. Bärentatzen. Wieder brutaler Spezialist. Das ist sehr geil. Gucken wir mal, was wir hier hinbekommen. Ja, der Traum vom VMS lebt weiter. Das ist schon mal brutal geil, dass ich die Segensschriftrolle habe. Die verwende ich dann für die Rüstung. Ah ja, hast du aus Die dem. Segensschriftrolle merken. Eine Segensschriftrolle, habe ich dir schon erzählt. Naja, die erlaubt halt, einen Gegenstand zu verbessern, ohne dass er kaputt geht, er nicht kaputt, sondern wird nur herabgewertet. Merken, Segensschriftrolle ist episch. Warte mal, mit Level 28 könnte ich. Was für ein Level bist du eigentlich? Du müsstest ja bald. Ich bin fast Level 29. So, doch nicht 30. Na gut. Kann jetzt jemand sagen, was auch FBs wert sind? Ja. Schreiben wir ihm mal ganz nett. Kontakte knüpfen. Lol, ich bringe gerade Leute um aus einer Gruppe und dieser wilde Eroberer sagt, großartig. Ja, Junge. Das Spiel leckt gerade sehr bei mir. Ach so, du warst oben, ne? Ja, genau. Mal kurz hier lang gehen. Ja gut, ich laufe durch die Stadt auf dem Weg zu dir. Das bedeutet, ich werde mal bei der Gemischwarenhändlerin Junge, was ist das für ein Scheiß? Kleinigkeit. Was? Ich schlage einen Gegner, der fällt hin, steht wieder auf. Ich schlage ihn, er steht wieder auf und dann füge ich erst Schaden zu. Also das leckt sehr gewaltig bei mir. Ja, gut, das hat man aber manchmal, das ist. Was ist ein Affenei wert? Tschüss, seit wann gibt's Affeneier? Schreib einfach mal 100.000. Das wäre eine Verarsche. 2 KK schreibt da jemand. 100.000, oder? Habe ich nicht gerade 200.000 gesagt oder bin ich jetzt gerade blöd? Was habe ich gerade nochmal gesagt für den Preis? Nee, das sind 2 KK sind doch 200.000. 2 Millionen. 2 Millionen. Achso, 2 Millionen. KK, Millionen, K, Tausende. Was? Ach ja, stimmt, so Ja, habe ich ich. mag diese Abkürzung eh nicht, weißt du, vor allem, was mich aufregt. Junge, ich füge schon wieder Schaden hinzu und Das die benutzen sterben Leute in der nicht. Realität. Was ist mit der deutschen Sprache los? Was ist? Ich füge schon wieder Schaden zu und die sterben nicht und fallen nur um und stehen wieder auf. Wir sind wieder aber wen mal Schwarzwind besessen, oder was? Ja. Aber ich habe auch nicht mehr viele. Warte, bist du das da gerade? So. Ah ja, hallo. Also, da bist du. Claudia ist immer die Schwarzwind besessen. Ey. nee, der nicht lässt. Aber ich kann hier ein bisschen, vielleicht finde ich hier ein paar Edelsteine. Ah, ich bin, glaube ich, fast Level 29. Ich habe
98,89%. Karma. Karma, wie du dich bewegst in dem Auge. Aus wie Karma an sich im Leben, aber das war. Lol, was war das für keine Edelsteine.